Hallo Messebegeisterte, ich bin der Serge von eBay Sport Atlantis. Ich möchte euch heute wieder ein neues Modell präsentieren, das neue Wolf Jahresmessermodell. So sieht die Klinge aus vom Wolf, von dem neuen. Und so sieht auch die oder der Griff aus. Dieser Wolf zum Beispiel ist aus der Zweistahl mit einem feinen Stonewash als Oberfläche. Hat ein Flachschliff, also ganz, ganz leicht, doch ein normaler Flachschliff, richtig fein ausgeschliffen mit einer Phase 30 Grad. Hat hier oben so eine Riffelung, so ein Daumen-Jimping. Unten einen, ich sag mal, ausreichenden Fingerschutz. Liegt sehr gut in der Hand. Ja, sehr, sehr angenehm, links oder rechts. Beide Seiten sind symmetrisch ausgeschliffen. So, also das sind so die Materialien, die ich so oft verwende. Das ist Duraluminium, schwarze Hartplastik oder ja, G10 Plastik ist das. Und wieder ja, so ein Duraluminium-Einsatz. Dieser Griff ist aus karelischer Maserbirke, naturbelassen, angefertigt. So sieht das Ding aus. Scharf sind die Dinge auf jeden Fall. So, also so, das ist jetzt ein Wolf Jahresmesser, der Zweistahl Stonewash, karelische Maserbirke. Und das sind diese gotische, das ist diese gotische Schrift. Das verwende ich jetzt auf meinem Messer. Ich weiß nicht, mir gefällt das einfach, deswegen nehme ich das. Das heißt übrigens Wolf. Eine stabile Ledermesserscheide ist dabei, aus Rindsleder, unkaputtbar, mit so einem Tengler. Messer sitzt richtig, richtig super drin, also nicht zu hart, nicht zu weich. Alles perfekt gemacht. Das wäre jetzt eins. Dann habe ich noch ein Wolfmesser, zum Beispiel hier, in dem Fall aus Damast, 1000 Lagen Damast, Kohlenstoffstahl. Also diejenigen, die mein Damast kennen, wissen, wie das Ding, wie das im Echt aussieht. Dieser Griff ist zum Beispiel aus Birkenrinde angefertigt. Das ist mein persönlicher Favorit, was Griff angeht, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Hinten dieser Abschluss ist auch aus Duraluminium. Also diese Klinge hat zum Beispiel ja so einen leichten Hohlschliff. Das ist aber bei Damaststahl, also speziell bei diesem Damaststahl, ist auch sinnvoll, das als Hohlschliff zu machen. Dadurch ist das ein, das ja, ein Schnittteufel einfach. Das muss man einfach mal ausprobieren, wie das durch Papier geht. Wolf Jahresmesser. Aus 1000 Lagen Damast. Dann habe ich hier noch einen Wolf, das habe ich jetzt speziell so angefertigt. Anfertigen lassen. Das ist die gleiche Klinge wie beim ersten Messer. Jedoch hier, wie man sehen kann, ist der Griff ja, etwas anders gemacht. Jetzt zum Griff nochmal
Also das, wie gesagt, das ist Duraluminium, G10, schwarzer Hartplastik. Duraluminium, das ist das hier, das ist Elchgeweih. Einsatz, Elchgeweih. Und wieder das gleiche wie vorne. Und dann hab ich hier Wänge, wieder Duraluminium und dann mit abgeschlossen mit Wänge, mit so einem, ja, mit so einem speziellen Anschliff. Ja, und das ist dann wirklich. Sowas von geil, liegt das Ding in der Hand. Ja, das muss man in den Händen halten. Diese Zweistell ist übrigens auch handgeschmiedet. Das ist ein geschmiedeter Zweistall. Und das Ding ist auch, wie gesagt, ist sehr gut drin. Bekommt nichts raus, kann man nichts verlieren. Einwandfrei. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und stellt auf jeden Fall Fragen. Wenn ihr Fragen habt, ich werde alle Fragen beantworten. Und auf dieser Stelle sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen.